Was? Wie? Oh, oh. Das war ja schön. Oh, oh, nicht ins Hafenbecken fallen. So, hi miteinander und willkommen zu Cobra 11 Highway Nights. In der letzten Folge, die ziemlich, naja, war, ein bisschen speziell, haben wir vollends alle Autoschieber-Autos freigeschaltet, also entführt quasi und abgeliefert bei der Nähe auf dem Schiff. Das war ganz witzig. Ja, googelt euch mal die letzte Folge an. Und wie ich in der vorletzten Folge gesagt habe, machen wir heute den nächsten Fall. Ein böser Plan. Die Party war das letzte Mal noch nicht da, also vorletzte Folge, die haben wir gestern freigeschaltet. Oder nicht gestern, sondern in der letzten Folge. Wegen den Autoschieber. Jetzt machen wir aber einen böser Plan und nehmen da dafür. Was nehmen wir denn? Sollen wir mal den nehmen? Polizeiauto, Porsche? Ja, komm. Geht bestimmt ab. So. Wir werden wahrscheinlich einen Anruf kriegen, denke ich mal. Deshalb gucken wir einfach mal ein bisschen durch Gegend. Hey, Gremier, aha. Hören Sie zu. Gestern sind die Begleitfahrzeuge von dem mit Sprengstoff beladenen Transporter gestellt worden. Ein Fahrer war heute Morgen geständig. Es soll einen Sprengstoffanschlag auf das Hotel geben, in dem heute die Wirtschaftskonferenz stattfindet. Was? Wie? Novakov hat wohl einen Krankenwagen beschafft. Dieser soll mit Sprengstoff beladen ins Hotel gesteuert werden. Einen Krankenwagen? Ja, warum? Ach nix. Wir wissen, wo der Krankenwagen präpariert wurde. Fahren Sie hin, schnellstmöglich. Vielleicht ist er noch dort. Dann melden Sie sich sofort. Ja, den Fall nehmen wir mal an. Ein sprengstoffbeladener Krankenwagen. Da wollen wir doch mal gucken. Wo müssen wir nach? Einmal ganz durch die ganze Stadt durch, nach dort hinten. Da fahren wir lieber andersrum. Dann fahren wir mal direkt, oder ist das doof? Nee, das ist besser. Das ist deutlich besser. Fahren wir mal direkt da durch. Und dann mit Vollgas gehen Osten. Nee, was war es jetzt? Norde. Ah. Von mir aus auch Norde. So. Vollgas mit Blinklicht. Und dann gucken wir mal, ob da der Krankenwagen ist. Oh, oh. Wow. Das war ja schön. Wie komme ich hier wieder raus, da Hanna? Okay. Neuer Anlauf, bisschen konzentrierter. Da vorne ist es doch schon. Ich sehe es doch leuchten. Da fahren überall kranke Wege rum. Aber dass es von denen keiner ist, sieht man ja da drauf, dass es so Verkehrsdinger da sind. Bla bla bla. Naja, komm. Streu noch Salz in die Wunde. Sieh mir, da ist dein Freund vom Tuner-Club. Mein Freund? Na, jetzt streust du aber Salz in die Wunde. Das ist ja wohl echt ein Grund, die Fassung zu verlieren. Ich meine, fast überall, wo wir die letzten Tage unterwegs waren, hatte Novakov seine Finger im Spiel. Kein Wunder, dass der sauer ist. Wir haben öfter ins Handwerk gepfuscht, als wir geahnt haben. Wir wundern uns besser später, Semir. Die beiden Typen machen sich gerade fertig. Scheint so, dass es losgeht. Okay, Krankenwagen haben wir entdeckt. Hätte gerade gemerkt, was der für Reife hat. Die sehen nicht nach Krankenwagen aus, das sind so fast schon Sporträder. Ach, dem ist nicht aufgefallen, dass ich gerade mit Blaulicht und Unfall dahergefahren bin. Die fahren geradewegs zum Hotel. Es ist zu spät, um Verstärkung zu rufen. Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Seh mir, das hilft nichts. Wir müssen sie mit der Drohne hochjagen, bevor sie das Hotel erreichen. Nee, hier ist zu viel los. Warte noch, bis sie in der Sicherheitszone um das Hotel sind. Alles klar. Drohneneinsatz ist immer toll. Kann ich dich absetzen? Nee, geht noch nicht. Okay, schade. Ja, der Krankenwagen, der kommt uns bekannt vor. Den haben wir doch mit besorgt, Mann. Es fällt bestimmt auch nicht auf, wenn der Polizeiauto hinterherfährt. Naja. Wir dürfen nicht nicht bedingst werden. Sie nicht sind durch. Ah, okay. Na los, Blaulicht und Sirene an, wir müssen rankommen. Schnell. Die Drohne ist zu lahm.
Ich hab denkt, da ist kein Verkehr mehr. Alles klar. Komm schon. Gut. Kann es sein, dass wir gerade ein großes Attentat verhindert haben? Meine Knie sind gerade auch ganz schön weich. Nice. Schöne Sprengung. Gut. Das war ja dann ein rascher Fall. Ich sage, legen wir gleich noch mit euch hinterher. Tag 8. Der Tag danach. Die Party. Der Tag danach. Wir machen jetzt... Das ist unlogisch eigentlich. Egal. Wir merken uns, was wir gerade gemacht haben, einen Anschlag verhindert im Hotel. Ich weiß noch nicht, was das mit dem Flugzeug zum Do hat. Wir machen jetzt allerdings noch schnell die Party. Und zwar mit... Mit was? Nehmen wir mal da was davor. Hm? Nehmen wir mal den. Und gucken, was da abgeht mit der Party. Wir kriegen einen Anruf. Okay, das ist gut. Wenn wir den mal kriegen, Däde. Ah, jetzt. Perfekt. Hey Rico, mein Freund. Du hast alle Fahrzeuge auf der Liste organisiert. Reife Leistung. Das kostet dich auch ordentlich. Wann kriege ich die Kohle? Komm zum üblichen Treffpunkt am Hafen. Du kriegst deine Kohle und wir feiern. Wir haben gemeinsam ordentlich gesammelt. Party? Klingt gut. Darf ich ein paar Freunde mitbringen? Na klar, wenn du willst. Vertraust du ihnen? Na selbstverständlich. Wären ja sonst keine Freunde von mir. Dann bis gleich. Freunde? Zentrale für Cobra 11. Am Hafen trifft sich eine Bande von Autodieben. Wir fahren da jetzt hin, um die Party zu besuchen. Brauchen dringend Verstärkung. Ende. Bestätige. Zwei Einheiten sind in der Nähe des Hafens. Sie werden zu euch stoßen. Perfekt. Ich bin in der Zwischenzeit gleich mal zum Hafen gefahren. Das muss nämlich so weit hin. Wir müssen ein bisschen durchrushen, gell? Die Folge ist ja schon fortgeschritten und wir wollen ja fertig werden mit dem Spiel. Und ich bin natürlich falsch gefahren. Ach so, ganz noch dorthin. Okay, von mir aus. Dann heizen wir noch schön da entlang. Und dann nehmen wir mal die hoch. Hm? Oh oh, nicht ins Hafenbecken fallen. So, da sind wir doch schon. Die lauter Rennwege, das sieht aus, wie wenn die gleich abhauen, Däde. Müssen irgendwie von der falschen Seite kommen. So, jetzt aber. Hallo. Zack. Und dann... Auf zur Party! Ben, die Party löst sich gerade auf. Ach schade, die wollten noch auf mich warten. Den einen knöpfen wir uns mal vor. Okay, wir holen uns den einen. Wir dürfen den abschießen, das ist immer gut. Zwölfmal müssen wir treffen. Treff gerade gar nichts. Oh nö. Oh nö, oh nö, oh nö. Moment mal. Krankenwage, geh doch weg. Oh Mann. Tja, bitter, hey. So. Oh. Da geht's ja der Buckel noch unter mich, das habe ich gar nicht gemerkt. Du Mistkerl, hast uns verraten! Ja, was meckerst du denn? Ich hab dir doch gesagt, dass ich Freunde mitbringe. Du bist ein Bulle? Genau. Kriminalhauptkommissar. Und jetzt ab. Nice. Da haben wir das auch geschafft. Oh! Fahrzeug freigespielt. America Hornet Cop. Mit dem fahren wir jetzt noch schon eine Runde, allerdings ohne Mission zu machen. Wir haben jetzt 81% und Fälle, müssen wir noch schon gucken. Der Tag danach, okay, okay, okay. Streife fahren, wir fahren. Kommen gerade beim Hafen, wenn wir den finden. Ach, der hieß Containerhafen, deshalb habe ich ihn nicht gefunden. Und wir gucken mal, wo ist er? Dieses tolle Teil haben wir. Weil wir die ganze Autos da links hin abgeliefert haben und jetzt den gefangen haben. Das geht natürlich ab. Jetzt sagen wir dem fahren wir in der nächsten Folge dann in die Mission, wenn wir das dürfen mit dem. Weil der macht schon was her, muss man sagen. Das sieht cool aus. Naja.
So viel dazu. Kleiner Spoiler für die nächste Folge. Wir machen dann mit dem Auto den Fall der Tag danach und gucken, was da auf uns wartet. Irgendwie muss ja nur das mit dem Flugzeug passieren, denke ich mal. So, und während wir jetzt da der Räder verloren haben, sage ich mal, macht's gut und tschüss und bis zum nächsten Mal. Gell? Ade.